Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive. Heute hier im Part Nummer 93 an diesem Dienstag, denn wir haben heute Dienstag, den 16. Juni 2015 und damit herzlich willkommen. Wir stehen hier und heute vor der Partie gegen KV Gelbrot Mechelen während der Länderspielpause, wo wir hier drei Testspiele haben gegen Gelbrot Mechelen, gegen HNK Rijeka und AC Monza. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir gleich rein in die Partie, gucken zunächst einmal unsere Mannschaft. Sieht soweit ganz so aus. Ich habe mir überlegt, wir machen hier mehr oder weniger eine B11 draus, geben also den Spielern eine Möglichkeit, die noch nicht so oft zum Zuge gekommen sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein, nicht, dass wir so viel Zeit verlieren. Normalerweise wollte ich das 3-5-2 austesten, aber ich musste feststellen, dass wir da nicht so die Leute für haben. Vor allem hier Donkor ist nämlich total verloren hier auf der Position. Den könnte man nach hinten schieben, aber dann ist es kein 3-5-2 mehr. Von daher, das ist eine Geschichte, die dann eher zum Problem wird. Weil in dem System sind wir ja wirklich zum Teil jetzt gut zu Hause. Nur hier wird es halt ein bisschen brauchen. Ansonsten muss ich halt mal eben kurz gucken, ob wir alternative Möglichkeiten haben in unserer Mannschaft. Ob da jemand anders da vielleicht außen ran könnte. Wie jetzt hier ein Andreoli, der das könnte. Mann, noch nicht so. Untauglich ist er da, von daher hat sich das eigentlich auch erledigt. Ja, müssen wir halt gucken, ob wir überhaupt jemanden haben, der diese Position könnte. Grisetic ist da eher auch verloren. Er wäre nämlich absolut untauglich. Das ist auch, glaube ich, auf allen Positionen hier. Von daher müssen wir gucken, ob wir überhaupt jemanden zur Verfügung haben, der das könnte. So, Zanetti. Mal nach Rolle hier sortieren, beziehungsweise nach Position. Damit wir einfach mal einen Überblick haben, ob vielleicht hier doch was dabei ist. So, rechts brauchen wir dann einen. Bandini, Grossato, Zanetti. Möglicherweise Zanetti. Würde ich sagen, ziehen wir ihn mal kurz hoch. Einfach mal, um zu gucken, ob das vielleicht gehen könnte. Muss ja nicht unbedingt, aber wir versuchen es einfach mal. Mittelmäßig, aber das sieht zumindest schon mal besser aus als wie bei Andreoli. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so rein und testen das Ganze mal aus. Ob das halt klappen wird, das wird man halt dann sehen, wenn es soweit ist. So, verfügbare hier für das U20-Spiel. Gucken wir einfach mal. Sehen hier nochmal die Information bezüglich Juan de Ramos. Haben wir ja schon im vorherigen Part gesehen. Angebot für Taider akzeptiert, okay, den hat man ja abgegeben. Marconi berechtigt für einen Profivertrag. Okay, alles klar. Muss man sowieso mal gucken, ob er das könnte. So, jedenfalls versuchen wir jetzt einfach mal dieses 3-5-2. Jonathan Jardot oder Lardot ist hier der Referee. 4 Spiele gemacht, 6 gelbe Karten bis dato. So, dann gehen wir gleich rein und hoffen hier auf ein gutes Spiel gegen KV Gelbrot Mechelen aus der belgischen Liga. Müsste man mal kurz gucken, ob sie überhaupt jetzt noch in der Liga vertreten sind.
Achter in der Jupiler Pro League, okay, alles klar. Und dann können wir eigentlich auch gleich reinstarten in die Partie. Ist ja eh nur ein Freundschaftsspiel, von daher hoffen wir einfach mal, dass unsere Jungs hier eine gute Leistung präsentieren auf dem Platz. Sagen mal, auf euch lastet heute Abend kein Druck. So, und dann gehen wir rein in die Partie gegen Mechelen. Sagen hier auf jeden Fall gleich mal, so wie in dem bisherigen Part, Konzentration. Und haben der Ambrosio. Und kriegen hier gleich den Freistoß in der ersten Minute nach dem Foulspiel von Fantier. Ricky Alvarez. Deutlich neben das Tor. So, nächste Chance. Ricky Alvarez. Auf De Ambrosio. Kommt vorbei, De Ambrosio. Und wir haben die nächste Chance. Ranocchia. Auf Taufer. Taufer auf Munir. Und er neben das Tor. So, erste Viertelstunde, bis dato nichts passiert. Jetzt in der nächsten Standardsituation. Und Origi hat den Ball. Der Belgier. Auf Ricky Alvarez. Er passt mit dem 1-0 Ranocchia. 1-0. Andrea Ranocchia mit dem Tor in der 18. Spielminute. Gucken wir uns mal eine Wiederholung an. Ricky Alvarez erstmal mit dem Schuss. Hatte der Keeper keine Chance, verbrücken und im Nachschuss ist dann der Schuss von Ranocchia im Kasten. So, sagen wir mal Leidenschaft. Und De Meyer hat den Ball auf Godot. Grisaitig auf Ricky Alvarez, auf Melkamu Taufer. Immer noch Taufer auf De Ambrosio. Auf Ricky Alvarez. Abgeblockt De Ambrosio. Auf Munir El Haddadi. Abgeblockt und die Belgier haben den Ball. Und wir haben wieder einen Wurf. Grisaitig. Auf De Ambrosio, auf Ricky Alvarez. Auf Monier. Gute Schussmöglichkeit und der Nachschuss dann deutlich neben den Kasten. So, ist eher ruhig hier in der ersten Halbzeit. Weiterhin noch 1-0 für uns. Zanetti mit dem Einwurf auf Vidic. Er auf De Ambrosio. Lässt sich fallen. Gibt keinen Freistoß. Aber wir haben schon wieder Ballbesitz. Juan Jesus auf Ricky Alvarez, auf Taufer. Taufer nach außen abgelegt auf De Ambrosio. De Ambrosio auf Melkamu Taufer. Er nach außen auf Zanetti. Er mit der Flanke nach innen. Melkamu Taufer übers Tor. Aber immerhin gute Möglichkeit. Ranocchia Schlag abgekriegt. Kann man ja wechseln. So, Ranocchia. Der Torschütze zum 1-0 auf De Ambrosio. Er auf Melkamu Taufer. Taufer auf Origi. Origi nach außen auf De Ambrosio. De Ambrosio auf Ricky Alvarez. Lässt sich fallen. De Ambrosio. Auf Ricky Alvarez. Abgeblockt. Wieder De Ambrosio. Und Grisaitig hat den Ball. Grisaitig auf Ricky Alvarez. Er auf Munir. Und auch dieser Schuss leider daneben. So, und wir gehen dann hier gleich mal rein in die Pause. 1-0 Führung ist halt deutlich zu wenig. Aber Hauptsache, wir führen, das ist die Hauptsache hier. So, ihr habt heute viel zu wenig investiert. Oh.
Oh Mann, ich sag da lieber nix, weil sonst riskiere ich mir hier noch was und dann geben wir das Ganze aus der Hand. Das muss ja auch nicht sein. So, und wir gucken jetzt einfach mal, wen wir so wechseln können. Andre Jolly kommt jetzt auf jeden Fall rein für Ranocchia. So, wer denn noch? Guarin. Für Malcamu Taufer. Dann Kuzmanovic für Ricky Alvarez. Dann noch der Wechsel vorne im Sturm. Kommt auf jeden Fall Jebabo rein und zum anderen Mauro Icardi soll sich nämlich einspielen, damit er die entsprechende Stärke irgendwann mal bekommt und für uns dann so wertvoll wird, dass viele europäische Mannschaften nach ihm die Wunden nur lecken und die Angebote relativ hoch machen. Und dann gehen wir hier rein in die Partie. Konzentration wird vonnöten sein. Kuzmanovic auf Guarin. Guarin nach innen. Und eine gute Möglichkeit leider nur über das Tor. So, Kuzmanovic mit dem Freistoß abgeblockt, gibt Ecke. So, Guarin. Auf Kuzmanovic, auf Jebabu. Flanke nach innen und nächste Ecke. Da kommt sie schon rein von Freddy Guarin. Und Kuzmanovic rettet mal wieder. Jebabu auf Guarin. Er wieder auf Viktor Jebabu. Auf Kuzmanovic und übers Tor. So, nächste Möglichkeit. Zanetti. Auf Vidic. Wieder Zanetti. Auf Jebabu. Jebabu. Auf Kuzmanovic. Und der Gegner hat den Ball. Mokulu. Ganz knapp. Das hätte Eigentor werden können. Hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn er drin gewesen wäre. Vidic. Auf Zanetti. Zanetti auf Jebabu. Jebabu nach außen auf D'Ambrosio. Auf Guarin. Guarin mit dem Schuss. Verbrücken. D'Ambrosio 2-0. 55. Spielminute. Danilo D'Ambrosio mit dem Tor. Und wir gucken es uns nochmal hier in der Wiederholung an. Guarin mit der Klassenvorarbeit, mehr oder weniger. Und der Schuss von D'Ambrosio war einfach nur gut gemacht. So, und wir sehen hier ein paar Wechsel bei Mechelen. So, Pat mit dem Ball nach vorne, Jebabu. So, Jebabu. Nach innen auf Guarin. Guarin. Auf Krisetik, Krisetik. Auf Kuzmanovic. Auf Jebabu. Und Pat hat den Ball. Gibt einen Wurf. Wurde wahrscheinlich schon mangelhaft ausgeführt. Und gehen jetzt auf jeden Fall rein und wechseln. Und gucken mal, wie wir jetzt noch reinbringen. Ich würde mal sagen, Doncor für Zanetti, der das wirklich klasse gemacht hat heute. Auch wenn er da untauglich ist, aber wir werden das versuchen. Dann kommt noch Alen Halilovic. Ist dort zwar untauglich, wird dann aber mit Kuzmanovic getauscht.
Weil so sieht das hier schon wieder besser aus. Und dann können wir reingehen. Die restlichen, die jetzt noch draußen sind, sind dann halt mögliche Verstärkungen, falls ich noch jemanden verletzen sollte. Was ich mir dann natürlich nicht wünsche, was aber durchaus noch passieren kann. Guarin auf Kuzmanovic. Kuzmanovic auf Ibabo. Abgeblockt. Guarin abgeblockt. Zanetti auf Grisetic. Er auf Kuzmanovic. Guarin. Kuzmanovic. Wieder Guarin. Ibabo. Part mit der Parade. Und dann gibt's den Einwurf. Und die Wechsel. Donko kommt rein für Giacomo Zanetti und Alen Halilovic für Grisetic. Halilovic mit dem Freistoß. Gleich mal deutlich neben das Tor. So. Donko mit dem Einwurf. Sagen wir mal hier Leidenschaft. Donko auf Halilovic. Auf Ibabo 3-0. 77. So, gucken wir es uns nochmal in der Wiederholung an, das 0-3. Aussicht von Mechelen Halilovic mit der Vorlage. So, Part ohne jede Chance. Und die nächste Standardsituation, Halilovic. Und Victor Ibabo kommt an den Ball. Zurückgelegt auf Donkor. Donkor auf Ibabo. Ibabo auf Donkor. Donkor wieder auf Ibabo. Und er ins Außennetz. So, der Gegner nochmal, Van Damme. Auf Kusnik und der Ambrosio hat ihn. Auf Halilovic. Halilovic auf Guarin. Verliert den Ball. Kuzmanovic setzt nach. Auf Donkor. Donkor. Auf Guarin. Guarin auf Halilovic. Und er erstmal neben das Tor. Cordaro mit dem Freistoß neben das Tor. Nächste Chance für uns. Einwurf. Vidic. Mit dem Ball weit nach vorne. Halilovic auf Donkor. Und dann werden wir noch ein bisschen komisch wechseln. Werden dann noch Medel reinbringen. Für De Ambrosio. Und Zakaria Bakkali kommt dann noch für Juan Jesus. Und er kommt einfach jetzt hier nach vorne. So, geht's dann mal weiter. Ibabo. Nach innen. Guarin. Halilovic und Pat hat den Ball. So, nächste Möglichkeit über Guarin. Donkor nach innen. Donkor abgelegt auf Kuzmanovic, auf Halilovic und Pat hat den Ball. Das dürfte es dann eigentlich hier gewesen sein. Ich denke mal, es wird nicht mehr viel passieren. So, sind schon über der Nachspielzeit und dann ist die Partie rum. 3-0 Sieg für uns hier beim KV Mechelen. Klasse Ergebnis für unsere Jungs. Und dann können wir hier auf jeden Fall weitergehen. Sehen Sie hier 34 Schüsse, 13 auf Tor, 62% Ballbesitz, also sehr souverän hier. Sehen Sie hier war auch das einzige Ergebnis um diese Uhrzeit. Und wir sehen es hier, Inter Mailand deklassiert KV Gelbrot Mechelen.
Und dann gehen wir vor, arbeiten uns vor zum Spiel gegen Han Karieka. Und es wird dann das Spiel im nächsten Part sein. Am Mittwoch geht's dann gegen Rijeka. Am Mittwoch dann gegen, nee, am Donnerstag dann gegen Monza und dann am Freitag wieder in der Liga. Sehen hier Deutschland 4-0 gegen Puerto Rico, Khedira, Götze, Schürrle und Müller mit den Treffern. In der Realität haben sie ja gerade eben gestern mit 7-0 gegen Gibraltar gewonnen. Aber erst in der zweiten Halbzeit so richtig nachgelegt, weil es davor einfach nur eine Katastrophe war. Weil Deutschland nur 1-0 geführt hatte zur Pause gegen Gibraltar, das war dann für die mehr oder weniger ein Achtungserfolg. Aber es war schon früher oder später klar, dass es halt so hoch ausfallen wird. Weil Gibraltar halt so ein kleiner Gegner ist, den man ruhig mal links liegen lassen kann. Und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt hier am Donnerstag, haben da noch 3 Tage, bevor es dann endlich reingeht gegen Rijeka, gegen die Mannschaft aus Kroatien. Und hier sehen wir hier, dass Klose verletzt ist. Gjorge wird seinen Abgang hier bei Sampdoria Genua forciert. Süle versetzt die Fans in Ekstase hier, hat ein Tor gemacht beim 3-0-Erfolg gegen Groningen in der Champions League. Wie in der Europa League, okay. Begovic von Liste entfernt, Abdelaziz wurde angenommen. Schwierige Situation für Lukas Podolski. Möglicher Wechsel hier zu Girondins de Bordeaux. Da möchte ich mal kurz reingucken, um mal zu sehen, wie viel Geld wir denn noch haben. 8,3 Millionen. Und hier ist es wenigstens stabil. Wir sind enttäuscht vom Mangel an Top-Einkäufen. Das kann doch nicht sein. Fans sind außerdem sehr glücklich mit dem attraktiven Spiel, das der Verein in letzter Zeit zeigt. Von daher ist es auch gut. Jobstatus. Da es keine großen Kosten verursachen würde, den Vertrag des Trainers vorzeitig zu beenden, fehlt ihm diesbezüglich die Jobsicherheit. Okay. Aber bis dato ist es eigentlich in Ordnung. Topspieler ist halt immer so eine Sache, weil man da halt ordentlich Geld rannehmen müsste. Und außerdem haben wir uns ja wirklich gut verstärkt mit jungen Leuten, mit denen auf jeden Fall deutlich mehr drin ist, auf jeden Fall. Die Saison ist ja erstmal 3 Spieltage jung, von daher haben wir noch jede Menge Zeit. Bei Udinese Calcio im FM13 sind wir ja schon fast fertig, wenn es so weitergeht. Dort sind wir mittlerweile auch recht gut unterwegs. Könnt ihr auch ruhig mal reinschauen. Ist auch wirklich wunderbar. So, Thompson wurde berufen, Verletzungssorgen bei Dänemark, Florenz verliert einen Schlüsselspieler. Dann hier noch andere Ergebnisse, Freundschaftsspiele und so weiter. Dritte Liga Homburg, die tatsächlich aufgestiegen sind. Ist ja auch eine interessante Geschichte. Etoile du Sahel hat hier Taylor verpflichtet, okay. So. Hernan ist jetzt italienischer Staatsbürger. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Und Bürki ist wieder im Training. Das heißt, wir könnten ihn theoretisch gegen Rijeka das erste Mal einsetzen. Wenn es denn nicht so früh kommt. Beziehungsweise, ob er denn beim Länderspiel ist. Das kann nämlich auch gut sein. Werden wir gleich sehen. Zapata verletzt. Abiati verletzt. Serbien gewinnt 2-0 gegen Schottland. Amero wurde nachnominiert hier für Zapata. Belgien 2-1 Erfolg. Cavani, De Bruyne und Origi mit dem Treffer. Das freut uns natürlich, wenn er hier das Tor macht. USA 1-0 Erfolg gegen Italien. Julian Green mit dem Treffer. Wird auch ihn freuen, den Akteur vom FC Bayern München. Argentinien revanchiert sich hier an der WM-Niederlage. Gewinnt 1-0 gegen Deutschland durch das Tor von Ezequiel Lavezzi. Und wir haben es dann auch gleich geschafft zum Testspiel gegen Han Karieka.
gegen den kroatischen Vertreter, Schweiz 3-0 gegen Griechenland, Doppelpack Remic, ein Eigentor von Torosidis, Frankreich 2-0 gegen Brasilien, Pogba und Menez mit den Treffern. Wenn ihr euch so wundert, Gold League, Silver League, Bronze League, das gibt's in der Realität nicht, das sind allesamt zusätzliche Patches, die ich damals zu Beginn des LPs mit Gladbach installiert hatte, ist so ein UT von Klaassen, ein Mega-Patch mit über 75 zusätzlichen Ländern. Macht das Spiel um einiges umfangreicher, aber ihr seht's ja hier an der Dauer, dass es halt wesentlich länger dauert. Den hier ein 2:1 Erfolg von Norwegen über Armenien, Henriksen und Abdellaoue mit den Treffern. Für Armenien die Führung erzielte Piselli. Danach kam dann die Postwende-Antwort von Henriksen und der Treffer 13 Minuten später von Mohamed Abdellaoue. Mbaye hat sich verletzt. Mehr brauche ich da nicht hinzuzufügen. 3 Monate Ausfall. Ist doch nicht wahr. Loben auf jeden Fall mal sein Verhalten. Bitter das Ganze. Er sticht hervor, das wissen wir, und Glanzleistung hier von Goran Pandev. Und wir haben es geschafft, sind jetzt am Spieltag angelangt gegen Han Karijeka. Und dann würde ich doch mal sagen, beenden wir die Folge hier an diesem Dienstag. Wünsche euch jetzt natürlich noch einen schönen Dienstagnachmittag. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne.